durchdrängt. Mein Sohn ist eingeschlafen, hab ihn eben zugedeckt. Vielleicht seh ich ihn das letzte Mal, vielleicht holen sie mich morgen für das, was ich gestern tat. Ich hoffe, er wird das niemals miterleben. Was hat er denn von seinem Vater hinter Gitterstäben? Doch im selben Moment denk ich ans Geschäft. Bin als netter Mensch bekannt, doch breche täglich das Gesetz. Erzähle niemand davon, dass ja keiner was erfährt. Bekommen sie was mit, werd ich lange eingesperrt. 300 pro Kalasch aus der Ukraine. Mein Stundenlohn ist niedrig, obwohl ich gut verdiene. 2,5 pro Stück bei 10 verkauften AKs. Und jetzt rechnet ihr mal aus, wie viel ich mache am Tag. Mein scheiß verfluchter Job ist einfach nur Tarnung. Denn ich lernte aus meinen Fehlern und ich lerne aus Erfahrung. Aufgewacht, schlecht gepennt, Kopf tut weh, einfach zu viel nachgedacht. Lag da rum die halbe Nacht, heute Glück, morgen Pech, alles ist so abgefuckt. Bis es mal deswegen eskaliert, dieser gottverdammte Stress, nur wegen dem Dreckspapier. Bin deshalb den ganzen Tag schlecht gelaunt, ich fühl mich eingeengt, verdammt, ich will endlich hier raus. Ich will Geld auf legalem Weg, doch wie soll das gehen? Nichts gelernt, nichts studiert, wie gut doch meine Chancen stehen. Und ich denk mir, Mann, ist es das wert? Doch mit meinem Lohn kann ich kaum meine Familie ernähren. Und dafür schäme ich mich und muss fluchen vor Wut. Doch mein Sohn soll nicht so leben, also muss ich das tun. Mann, ich weiß, wo ich gestern war, doch nicht, wo ich morgen bin. Und mach weiter steuerfreies Geld im Verborgenen. Steigt man, ich werde nervös. Ich denke, ich werde mich niemals an den Stress hier gewöhnen. Nein, das ist kein einfaches Leben. Meine Hände schwitzen, höre ich Polizeiwagen-Sirenen. 24-7, ruhig bleiben, Ausschau halten. Während die Idioten prahlen, halte ich mich raus aus allem. Sie geben an mit ihrem kriminellen Leben, reden viel zu viel und landen dann auf ewig hinter Gitterstäben. Pack den Stoff ein, Mann, ich habe zu tun. Und jeder weiß, ich hab mit Illegalem gar nichts am Hut. Lächle freundlich und mache nebenbei meinen Umsatz. Schön verdeckt, tonnenweise heiße Ware nach Ungarn. Und mach natürlich meine Steuererklärung. Wie gehabt, jedes Jahr pünktlich ohne Verspätung. Ich halte nichts von solchen Sachen. Verbrechen lohnt sich nicht. Keiner darf hier wissen, was ich tue und wer ich wirklich bin.